Hello, welcome back. Yo, hier sind wir bei Dark Souls. Wir werden jetzt in dieser Episode versuchen, ein bisschen Loot zu sammeln und dann dadurch den Shortcut zu öffnen. Da geht es nämlich dann noch hoch und ach, hier passiert noch einiges. Auf jeden Fall werden wir das dann versuchen. Das wird das Ziel sein. Ich überlege gerade, welche Waffe ich nehme. Ach, ich habe irgendwie kein Bock auf die. Ist sogar teilweise sogar besser, aber ich hätte halt gern irgendwas. Stachelschwert, echt. Das ist von der Stärke ja genauso. Na gut, aber das ist doppelt, ne? Und das habe ich mir auch hochgeballert. Oh, seht ihr, das braucht ewig. Das ist nochmal deutlich besser. Das braucht eigentlich nicht so ewig. Nehmen wir das jetzt. Wie hoch kommen wir dann noch? So. Uns geht's jetzt aber um den Swamp. Ach ne. Wir gehen jetzt zu dem dicken Bastard rüber. Können nämlich auch ziemlich nervig sein, die Viecher. Egal. So, auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt den großen Typen. Den da. Ach Mist, der hat uns schon gesehen. Ach. Man kann den nicht schnell töten, dass er ihn nicht sieht. Das muss man halt dann noch timen. Dann castet er nämlich die Scheiße noch nicht. Und dann kann man ihn schnell umhauen. Und dann ist es da um einiges entspannter. Weil da oben, da gibt es noch ein bisschen Scheiß und dann kommt man darüber noch. Da ist hier so genau vor uns in so eine Kathedrale. Und Dragonlance Armor gibt es hier auch noch.
Fuck! Da hatten wir den Bastard fast. Ja, die Milis kann er ruhig holen. Da habe ich kein Problem mit. Oh, die scheiß Fernkämpfer nicht, aber ja. Ich habe halt bei Fighting Cowboy gesehen, dass er dran gerannt an den von hinten und hat da nichts gerufen. Naja. Fuck! Dass die in den gespawnt sind. Ach, diese Viecher nerven mich so hart, ne? Was habe ich denn noch für Waffen? Das mag ich eigentlich gerne. Kann ich das nie? Konnte ich das nie irgendwie alles sortieren? Ah. Das heißt aber. Ja. Hier unten sind die Stärksten. Das ist das Stärkste. Kommt das Großschwert, dann das, dann das, dann das. Die sind gar nicht so gut. Interessant, ne? Na, mal gucken.
fühlt sich aber an, als ob das länger dauert alles. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das die stärksten Waffen sind. Das ist doch zum Kotzen. Ich hasse diesen Typen. Da finde ich halt diese Double Daggers eigentlich ganz geil so verzaubert. Auch wenn die nicht so viel Schaden machen, was mich echt wundert. So langsam bin ich auch wieder genervt. Endlich. Und wie es so easy wirkte, oder? Mann, 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 dieser Bastard, ey. Also, es gibt hier verschiedene Sachen. Da hinten ist Dragon Slayer Armor. Da sind ein paar Ring Knights. Da müssen wir aber dann lang, um den Shortcut zu öffnen. Das heißt, wir kiten die einfach. So. Das wäre vielleicht das erste Schlaue. Da hinten, da oben gibt es halt noch einen Bastard-Typen. Also in dem Swamp gibt es halt nicht so mega viel krasse Sachen.
Oh, hier ist der Shortcut. Man wird Dragon Slayer Armor, wenn man den da besiegt, bekommt man von dem die Rüstung. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht, ne? Aber. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir dieses Item haben. Weil jetzt zeige ich euch was. Da. Junger Zweig. Wir sind ein Geist. So. So sieht unsere Menschlichkeit aus. Ziemlich lange leider. Naja. Hier rennt auch ein Dings rum. So ein Bastardritter. Bastard. So. Hier kann man später auch mal irgendein Boss wiederholen. Ja. 2 bis 27.000 Seelen. Ich wüsste gar nicht, ob ich dort runter muss oder nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt gemacht. Das war nämlich. Ach, fuck. Ich hätte vorher noch mit dem Typen labern sollen. Und zwar waren wir nämlich schon dort. Wo war denn der? Wo war denn der? Egal.
Wie dem auch sei, an dieser Stelle erstmal Pause. Das weitere Gebiet hier erkunden brauchen wir nicht, da guckt euch Walkthroughs an, wo alles hier geklärt wird. Wir gehen das nächste zum Drachen, würde ich sagen. Also, bis später.